Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Heavy Trader Freunde hier von unserem Trading Floor in Frankfurt. Ja, die Woche neigt sich dem Ende zu und der DAX hat einiges zu verkraften gehabt. Dafür hat er sich noch ganz gut in der ersten Aprilwoche gehalten. Nun, so langsam werden die Umsätze natürlich weniger, weil wir auf die Osterwoche zusteuern. Erfahrungsgemäß gehen dann schon jetzt, also zum Ende dieser ersten Aprilwoche bzw. eine Woche vor Ostern, einige Marktteilnehmer aus dem Markt, werden dann natürlich nicht mehr auf Risk On schalten, sondern eher auf Risk Off. Und so sehen wir natürlich dann weniger Bewegung in den Märkten drin. Das heißt aber nicht, dass man nicht noch unter Umständen an den Bewegungen partizipieren kann. Kurzfristig eine Kali und Salz heute zum Beispiel über 9% im Plus am Morgen oder eine Scout 24, also Werte aus der zweiten Reihe, gaben kräftig Gas. Im DAX die Deutsche Bank, die natürlich schon so mit Blick auf den Start der Berichtssaison nächste Woche in den USA, und da sind ja zuerst die Banken dran, etwas an Kurs zugewinnen konnte, also an Plus zugewinnen konnte. Und natürlich auch die Erwartung, dass die EZB in der nächsten Woche mal ein bisschen mehr Fundamentales von sich gibt und nicht so im Ungefähren bleibt. Das wird den Markt sicherlich dann auch zu Beginn der nächsten Woche treiben. Und darauf muss man sich natürlich auch ein bisschen konzentrieren, welche Werte werden von den möglichen Kommentaren der EZB und von der neuen möglichen Ausrichtung dann profitieren, welche sind etwas mehr belastet. Man sieht schon ein bisschen die Umverteilung in dem Index und vor allem natürlich auch bei den Währungen, beim Gleichlauf, vielleicht Euro, Dollar und DAX. So ein bisschen sieht man das ja mittlerweile schon. Der Euro ist momentan sehr belastet von den Äußerungen der FED-Vizechefin im Laufe der Woche, dass man also die Zinsschritte in den USA um ein halbes Prozentpunkt pro Sitzung vorhat durchzusetzen. Das heißt, dass am Ende des Jahres rund 3 bis 3,5% Basiszins stehen sollen. Das wäre schon sehr, sehr viel. Und das hat der Markt aber bisher relativ gut verkraftet, diese Bewegung. Und auch Euro-Dollar hat das eigentlich relativ gut verkraftet. Und da wollen wir jetzt auch gleich mal uns die Charts sowohl vom DAX als auch Euro-Dollar anschauen. Zunächst mal beim DAX. Der DAX heute in einer etwas größeren Erholungssequenz. Wir sehen ihn hier mit 14.257 Punkten. Das war schon so hoch heute bei 14.322 wie bereits gestern in der Sitzung. Wir haben kein neues Hoch gesehen, also es ist ziemlich gleichlaufend. Dafür haben wir heute noch kein neues Tief gemacht, was ja in den aktuellen Bewegungen, wir sehen ja, dass wir praktisch eher in so einer Korrekturbewegung sind, noch sehr positiv ist. Aber der Tag ist noch lang. Es kann auch einiges passieren. Wir haben hier ja als Unterstützungslinie die 14.2 eingegeben. Die Tiefs gestern beim DAX lagen bei 14.040 Punkten auf der Höhe ungefähr vor Mittwoch. Also das ist auch schon mal positiv, dass dieses Tief gehalten hat, sodass wir also momentan konstatieren können, zwischen 14.320 und 14.040 spielt die Musik. Jenseits dieser Grenzen wird dann eine neue Platte aufgelegt, entweder nach unten oder nach oben. Momentan ist dieser Abwärtstrend noch beim DAX intakt. Insofern sind die Chancen für die Bären sicherlich noch ein bisschen besser als die für die Bullen. Ja, und was bedeutet das jetzt für den Euro-Dollar? Ja, es ist ganz einfach. Euro-Dollar hat ja, wie gesagt, durch die Bemerkungen sowohl von der FED-Vizechefin als natürlich auch von einigen Präsidiumsmitgliedern bei der Federal Reserve deutlich federn lassen müssen. Und wir sehen, mittlerweile sind wir hier an dieser Unterstützungszone angelangt. Nach 7 Tagen am Stück Kursverlusten ist der Euro-Dollar mittlerweile bei 1,0865 aufgeschlagen, an der oberen Kante dieser Unterstützungszone, die wir hier eingegeben haben. Wenn wir uns das jetzt hier mal angucken, dann sehen wir auch, dass die Unterstützungszone, die wir hier haben, durchaus noch etwas erweitert werden kann, nämlich aus der Corona-Zeit, wo der Euro-Dollar in den Bereich 1,0760 und 1,07 gefallen ist. Das absolute Tief lag bei 1,0630. Und das sind alles natürlich noch Marken, die man rein theoretisch im Vorlauf der EZB-Sitzung erreichen könnte. Aber wenn natürlich ein Währungspaar so stark nachgegeben hat an einem Stück, dann ist es auch klar, dass das irgendwo eine Gegenbewegung provoziert. Das haben wir hier gesehen, Anfang des Monats, also mit Beginn des März. Und das haben wir natürlich auch hier
bei anderen Bewegungen gesehen, die stärker angehalten haben, wie hier zum Beispiel im April 20. Da war das ähnlich wie jetzt und dann hatten wir eine stärkere Gegenbewegung bis Ende des Monats, die durchaus, wie man sieht, 230 Basispunkte ausgemacht hat. Soweit für die Charts. Und wir haben uns natürlich da auch schon mal was ausgedacht, nämlich wir wollen Euro-Dollar möglicherweise long spielen, weil wir jetzt gerade so eine günstige Ausgangsposition haben und die EZB-Sitzung nächste Woche stattfindet und da sicherlich dann der Dollar nicht mehr so sehr im Vorteil sein wird. Warum? Das werden wir natürlich heute Nachmittag in der Sendung um 14.15 Uhr Teamtrade des Tages erklären, was wir uns da vorstellen, warum möglicherweise der Abwärtszyklus des Dollar kurz- bis mittelfristig beendet ist und der Euro wieder an Fahrt gewinnen könnte. Wir haben uns da ein Zertifikat rausgesucht mit der Kennnummer MD2DQZ, ein Euro-Dollar-Turbo-Call mit einem Hebel von 13,1, also natürlich sehr sportlich. Wir wollen ja da auch dran partizipieren. Wenn es nach oben geht, Knockout-Schwelle 1,0032, also die Parität. Und wie gesagt, das ist anzunehmen, dass wir jetzt hier mal kurzfristig eine Trendwende sehen werden und es dann aussichtsreich ist, dabei zu sein. Ihr solltet auch dabei sein heute Nachmittag um 14.15 Uhr beim Team Trade des Tages, wenn wir uns da die Kursziele natürlich abstecken nach oben und auch nochmal vielleicht auf den Gleichlauf von DAX und Euro-Dollar eingehen. Registriert euch unter heavytraders.live und wir freuen uns heute Nachmittag, wenn ihr dann dabei seid um 14.15 Uhr. Also bis dann. We'll be right back.